Heinz erklärt die Tenniswelt. Was passiert, wenn nichts passiert, nämlich in der Pause auf dem Bänkchen, nicht unbedingt da, sondern auf dem Tennisplatz. Versuche ich mich zu entspannen, Zen quasi unter dem Tüchli, oder mache ich es wieder Leighton Hewitt, um ready zu sein für den nächsten Punkt vom nächsten Game. Das kommt auf den Tag drauf ab und auf den Typ, wer sind Sie? Aber vielleicht weiss es Jörg besser. Pausenverhalten im Tennis ist ja etwas sehr Wichtiges. Der Heinz redet vom Bänkli, vom Seitenwechsel. Aber es geht nicht nur um das, es geht auch um die Pause zwischen den Punkten, also in diesen 20 Sekunden. Und es geht dort um genau das Gleiche wie beim Seitenwechsel, nämlich um das Bereitsein für den nächsten Punkt. Es gibt die Theorie von den vier Phasen zwischen den Punkten, oder auch 16 Second Cure auf Englisch, die sagt, ich muss die Emotionen rauslassen, ich muss den letzten Punkt akzeptieren und abschließen, ich muss ein Ziel setzen für den nächsten Punkt, ganz ein einfaches Ziel, und ich mache dann mein Service- und Return-Ritual und bin bereit für den nächsten Punkt. Beim Roger sieht man das ganz vorbildlich. Wie ganz viele andere Profis hat er das kombiniert auch mit Handlungen. Manchmal schreibt er aus, dann mögt er, lässt er die Emotion raus, die negative. Dann geht er hinterher, geht zum Tüchli, abtröchten, das heisst akzeptieren, Punkt abschließen, vielleicht kurz etwas überlegen. Dann nimmt er die neue Bau. Die neue Bau heisst, jetzt kommt der nächste Punkt, jetzt habe ich ein Ziel, jetzt weiss ich genau, was ich will, woher servieren, wie spielen. Und dann kommt das Service-Ritual, Ballbrillen und so weiter und bereit sein für den nächsten Punkt. Und das ist ein optimaler Ablauf. Rafa Nadal macht viel mehr, das wisst ihr, die Sachen mit dem Zupfen hier, Zupfen da, sonst noch irgendetwas richten überall, das ist übertrieben, das ist kein Vorbild für die Junioren oder für einen Hobbyspieler. Das funktioniert beim Nadal, aber bei den 99% der anderen Spieler funktioniert das nicht. Ihr seht, es kann viel passieren, wenn nichts passiert. Wichtig ist, dass man bereit ist, wenn es losgeht. Und das bin ich. Ich hoffe, ihr auch.